Okay. Gönnen wir uns ein Brötchen und dann fangen wir mal an mit den... Was kann jetzt alles hier weg? Ja, die Schere lasse ich mal da. Gut. Man soll es ja weit sehen können. Dann sind wir mal ganz schmerzfrei und bauen das auf einen Baum. So, ich glaube, das ist hoch genug. Aha. Ja, also ich, ja. Oder kamen wir doch eher von da? Vielleicht sollten wir uns eher ans Wasser halten. Ich bin jetzt schon total desorientiert. Vielleicht war es auch da. Ach, noch was. Ich habe gerade einen Blick auf meine Liste geworfen. Okay. Ich wollte... Bevor wir weggehen, wollte ich euch noch erklären, dass ich, um eine Hilfe zu haben, um sicher wieder zurückzufinden, die habe ich mir die Koordinaten aufgeschrieben. Ich zeige euch das mal. Wenn man auf F3 drückt, sieht er selbst. Ich sage einfach nichts dazu. So, wenn man auf F3 drückt, kann man links oben hier diese Koordinaten sehen. Die habe ich mir schon, keine Ahnung, vor einigen Wochen aufgeschrieben. Sind hier auf da in meinem Blog jetzt. Und ich will es ja eigentlich nicht nutzen, weil das, also ich meine, auf diese Weise wäre es natürlich ziemlich einfach, aber so einfach will ich es mir ja nicht machen. Es soll ja spannend sein und ein Abenteuer sein. Aber, Moment, F3, für den Notfall ist es eben dann da und ich kann es nutzen. Also gut. Dann hatten wir den letzten Punkt auf der Liste auch. Ja, und ich weiß immer noch nicht, wo ich herkam. War das da? Also ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich da mal so diese Bäume da gesehen habe, diese Sumpfbäume. Oh, das tat weh. Ja, aber das werden wir jetzt noch öfter machen. So, also jetzt mal wieder da, einfach mal da lang. Irgendwann, ja, also zuallererst sind wir an der Küste entlang gelaufen. Und sind dann irgendwann mal landeinwärts. Und ab da haben wir dann auch diese Stifte gesetzt. Und irgendwann dann nicht mehr. Das kann aber nicht allzu weit weg sein. Also nachdem ich den letzten Stift gesetzt habe, bin ich zwar noch ein Stück gelaufen, bis ich dann die ersten Schafe gesehen habe, aber das war doch nicht mehr so weit. Da ist mehr. Also ich laufe mal jetzt in diese Richtung. Ist vielleicht total verkehrt, aber ich probiere es mal aus. Ach ja. Mal ein bisschen außenrum. Ich schwimme nicht gerne so durchs Wasser. Es dauert so lange. So, mal wieder hoch da. Also Birkenlaub, Birkenbäume, das sieht schon mal gut aus. Ich meine, ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Stift mal auf so einen Birkenbaum gesetzt habe. Oje, oje, oje. Ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber mal sehen. Da ist jedenfalls Küste. So wie es aussieht. Ja, los, komm hoch da. Ja, okay, dann laufen wir doch mal an der Küste. Aber ja, gut, machen wir mal. Es ist schön, dass Küste nicht allzu weit weg ist. Ich würde gerne auch mal so ein bisschen ans Meer ziehen oder so. Ja, vielleicht kamen wir hier... Hier lang. Hier schwirrt gerade eine Mücke da vor meinem Gesicht rum. Kommt mir diese Ecke irgendwie bekannt vor? Irgendwie schon. Ja, aber das heißt natürlich nichts. Das heißt, dass wir... Oh. Nein, nicht runterspringen. Kann ich mich an das erinnern? Ich glaube nicht. Ich will jetzt doch mal was essen.
Weiß nicht, ja, vielleicht doch. Aber dann muss ich ja einen richtigen Umweg dann auch gelaufen sein, als ich von der Küste weg bin. Naja, also da war auch so eine freie Fläche auf. Boah, das sieht gut aus. Da war auch mal so eine freie Fläche, über die ich dann gelaufen bin. Ich kann mich erinnern. Aber das war erst, nachdem wir von der Küste schon weg waren. Und so. Schwarzeichen. Ich guck mal ein bisschen landeinwärts. Ja gut, also ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier so eine von meinen Geländemarkierungen sehe. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach was, ich mach mal die Uhr hier rein, denn ich kann auch immer die Zeit dann ablesen, solange sie da im Inventar ist. Mhm, interessante Gegend. Ja, also an einer Wüste irgendwie kamen wir nicht vorbei. Das ist neu. Es zieht auch noch zu. Schlechtes Wetter. Zieht auf. Na, komm hoch da. Wie sieht's denn da aus? Also ich... nee. Aber da hinten, da ist wieder so Vegetation. Und da ist Küste. Ich glaube, oh, da baut sich mehr auf. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, das ist nur so eine Halbinsel. Also die können wir jetzt an der Küste entlang umlaufen, aber... Nee, also hier, da vorne sind schon Creeper, ne? Hier waren wir definitiv nicht. Also jetzt gehen wir mal hier rein und buddeln uns da mal eine kleine Höhle zum Übernachten. Und ich habe schon wieder vergessen, Stift zu setzen. Hm. Ja, okay, also das läuft hier irgendwie überhaupt nicht so wie gedacht. Okay, wir übernachten jetzt erstmal hier. Machen das zu und Fackeln. Eine Fackel genügt ja. Ich bin aber auch so doof, ey. Nee, nicht die Uhr. Ein Bett. So, gute Nacht. Ach. Ja, das kommt davon, ne? Wenn man so neugierig ist. Gar nicht gut. Ich meine, neugierig zu sein, ist schon gut. Wenn man aber dann vergisst, gewissenhaft und sauber zu arbeiten und effizient oder wie auch immer man das nennen will, ja, dann ist das eben nicht so effektiv auf Dauer. Ja gut, labern wir nicht so lange rum, stellen jetzt hier was hin. Immerhin waren wir dann auch mal hier. Ach, gleich was essen. Also, nein. Hier sind wir falsch. Ich will hier nicht sein. Das ist einfach verkehrt. Also es mag sein, dass wir tatsächlich wieder dahin kommen, wenn wir da einfach dieser Küste folgen, aber ich glaube es einfach nicht. Und jetzt hier weiterzulaufen, macht wenig Sinn. Das sind Wüste, da niemals kamen wir in einer Wüste vorbei. Möglicherweise haben wir sie von Ferne mal gesehen. Ja, da könnte was gewesen sein. Aber ich meine, dass da mal was war. Aber wir kamen nicht direkt an der Küste vorbei, an der Wüste vorbei. Was ist da?
Da ist ein Skelett verbrannt und hat Pfeile zurückgelassen. Na gut. So, hier ist jetzt wieder die Küste. Ich will jetzt wieder dahin zurücklaufen. Ja, egal. Also nochmal zurück jetzt hier. Ich gucke immer so, ob da irgendwie Creeper oder sowas sind. Oh, will mal was essen. Jetzt aber nicht auf dem Rückweg auch noch verlaufen. Sehe ich denn den Stift hier noch? Nee. Aber ich kann mich erinnern, hier, und das ist sowieso jetzt eine Sackgasse. Da kam ich vorbei. Das fand ich ganz nett hier mit dem Pilz. Gut, aber da wollen wir uns jetzt ja nicht aufhalten. Ah, jetzt schon wieder, ey, Mann. Das kann einem den ganzen Spaß verderben. Ich meine, es funktioniert alles, ja. Die Fraps-Aufnahme läuft. Die Zeit läuft, die Musik läuft. Die Audacity-Aufnahme läuft. Alles gut. Also das da vorne. Mit diesem Sumpf da, mit diesem Sumpfbiom. Das ist schon vielversprechend. Und hier, da habe ich einen Zombie gehört. Ja, egal, weg hier. Das war ja schon mal ganz gut. Aber ich muss ja auch mal irgendwie auf eine Ebene wieder treffen. Also auf eine Ebene, die frei ist von Bewuchs oder so ziemlich frei eben. Da waren wir ja auch mal. Ich kann mich genau erinnern. Oh, da sehe ich was. Sehr gut. Dann will ich mich jetzt mal ein bisschen da in diese Richtung orientieren. So, ins Wasser springen macht ja nichts. So, also mal da lang. Da ist noch ein Hühnchen. Moment, erstmal wieder hoch hier, dass ich was sehe. Oh je, oh je. Ja, okay. Jetzt will ich aber nicht wieder dorthin zurück, sondern da, in diese Richtung mal ein bisschen. Jetzt komme ich doch wieder zurück. Ja, da muss ich doch mal übers Wasser hier. Ja, das sind Birken. Birkenwälder, Birkenwälder. Jetzt muss ich gleich mal wieder so einen Stift setzen hier. Mach ich mal da oben. Hier, da sind Bäume. Da wieder auf so einen Baum drauf, so hoch wie möglich. Was haben wir denn da? Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Ja, okay, also so viel zu unseren Orientierungskünsten, ne? So toll. Okay. Ja, ne? So kann man sich verlaufen. Da ist, ja genau, da ist ja unsere Brücke. Oh Mann, also das ist jetzt ein Ding, ey. Ja, okay. Fangen wir also sozusagen wieder bei Null an. Ja, vielleicht war das doch eher so hier in diese Richtung. Ich will mal da hoch. Boah, sieht nett aus hier. Und das ist gar nicht mal so weit weg. Ach, da haben wir uns wieder nach Hause verirrt. So, ja.
Jetzt will ich aber noch mal einen Stift setzen. Müsste nur irgendwie auf einen Baum drauf kommen. Hier aber. Ja. Aber kam ich von hier? Nee, ich muss mich weiter in diese Richtung halten. Also das mit diesem Sumpfbiom da, das war schon gar nicht so verkehrt. Da vorne. Mhm. So, jetzt will ich mal sehen, dass ich hier auf einen Baum drauf komme. Na, hier sollte es doch gehen. Ah, da ist der andere, okay. Na, so, also. Ich bin danach noch eine Weile durch den Wald gelaufen, nachdem ich von der Ebene wieder weg war. Guck mal, das ist auch mehr. Tja. Ich glaube, irgendwie wird das nichts.